Okay. Das erste Siegel kann denn wie geöffnet werden? Nur die Hand des wahrlich größten Zauberers aller Zeiten kann dieses Siegel öffnen. Das ist der ganze Hinweis. Wir müssen seine Hand finden. Okay. Zweites Siegel. Das zweite Siegel wird mit dem Blut Unschuldiger geöffnet. Das Siegel ist schon geöffnet. Vielleicht hatte sich der Graf beim Kartoffelnschälen in den Finger geschnitten und hat dann das Siegel berührt. Oh, das glaube ich wohl eher nicht. Naja, drittes Siegel. Das dritte Siegel öffnet sich erst, wenn es das Wort Öffnen in der Sprache der Ratten vernimmt. Da kann uns doch Timmy bestimmt helfen. Oder können wir das Wort Öffnen mittlerweile? Mal schauen. Das vierte Siegel. Nur wer unstillbare Gier verspürt, kann das vierte Siegel öffnen. Das vierte Siegel ist bereits offen. Keine Ahnung, wie der Graf das angestellt hat. Das kann ich mir gut vorstellen. Das fünfte Siegel. Das fünfte Siegel kann nur vom Hauch des Todes geöffnet werden. Oh, da kann uns eventuell der Erzmagier helfen. Das sechste Siegel öffnet der unsichtbare Schlüssel, der für jeden sichtbar ist. Was? Siebte Siegel. Nur wer würdigen Herzens ist, kann das siebte und letzte Siegel öffnen. Das ist easy, das schaffen wir. Das ist ganz leicht. Die Anmerkung lesen. Nachdem alle sieben magischen Siegel geöffnet wurden, kann die Truhe geöffnet werden. Eventuell ein wenig am Deckel ruckeln. Der klemmt manchmal. Okay. Gut. Dann haben wir hier alles gelesen. Dann können wir wieder rausgehen. Zwei Siegel sind schon offen. Fünf fehlen noch. Die Hinweise sollten mir weiterhelfen. Okay, wir brauchen seine Hand, wir brauchen Timmy, wir brauchen uns. Wir können wahrscheinlich das siebte Siegel öffnen, weil wir ja mutigen Herzens sind. Ein Glas. Ein schönes Glas mit dickem Boden. Solche Gläser aus perfektem, durchsichtigem Glas sind sehr selten und teuer. Dann nimm das doch mit. So, jetzt haben wir ein wunderschönes Glas. Eine Kordel. Was ist das hier für eine Kordel? Damit können die verschiedenen Glocken im Schloss zum Läuten gebracht werden. Aber es ist nur eine Schnur. Braucht es mehr? Ein ausgeklügeltes System, wenn es hier alle Glocken zum Läuten bringt mit nur einer einzigen Schnur. Nicht schlecht. Und das Bild hat sich schon wieder verändert. Ich finde das gruselig. Mann. Hinausschauen. An der Kordel ziehen will ich noch nicht. Zurückgehen können wir den Kerzenhalter können wir betrachten. Der Raum hier ist nicht nur viel heller und freundlicher als die Eingangshalle. Durch all die brennenden Kerzen ist er auch noch wärmer. Okay, den können wir benutzen. Mit dem Tisch. Ein romantisches Ambiente ist schon mal nicht grundverkehrt. Für den lieben Graf Schreck und seine Allerliebste. Okay, was haben wir hier noch so? Ein Tisch. Hat schon was. Aber irgendwas fehlt noch. Ja, eine bequeme Tischdecke vielleicht. Doch ein bisschen Blumen und vor allem das Essen. Hat schon was. Irgendwas fehlt noch. Eine Schublade, die wir öffnen können. Und Räucherstäbchen. Räucherstäbchen? Die hätte ich in einem alten Gemäuer wie dem hier nicht unbedingt erwartet. Andererseits, vielleicht ist dem Grafen auch aufgefallen, dass hier manchmal so ein leicht modriger Geruch in der Luft liegt. Nun ja. Räucherstäbchen. Wir können die nicht mitnehmen. Was soll das denn? Aber wir können die Schublade endlich öffnen. Komm, mach mal einfach mal. Besteck. Okay, das Besteck können wir schon mal auf den Tisch. Blitzblankes Besteck sogar, ja. So, das können wir schon mal auf den Tisch legen. Und ein schweres Glas auch. Nicht? Das sollten wir wahrscheinlich zuvor mit Rotwein oder so füllen. Für den lieben Graf Schreck. Oder zumindest mit Wasser, damit die Gemahlin etwas zu trinken hat.
Unkraut? Nein. Maden vielleicht? Stelle den Napf auf den Tisch. Ich glaube, der Graf erwartet etwas feineres Geschirr, wenn er seine Verlobte beeindrucken will. Ja, ich habe ja auch nur rumgespaßt. Natürlich wollte ich hier keinen Napf vorstellen, aber ich finde es toll, dass es geht. Dünner Halsstab. Okay. Haben wir denn hier nach draußen schauen können wir noch? Und ein Teller. Ah ja, sieh an. Der hängt aber etwas hoch, hm? Ah, oder wir nehmen den unten. Sind das nur dekorative Teller oder richtige? Nate hat im Elfenhain einmal Bratkartoffeln vom Gesicht der Königin gegessen. Ivos Mutter fand das gar nicht witzig. Komm, nehmen wir doch einfach mal. Igor, seien Sie vorsichtiger! Ich habe gar nichts gemacht. Der Teller flog einfach von der Wand. Ich wohne seit 10 Jahren hier. Auf Schloss Schreckstein hat es noch nie gespukt. Dann muss ich mich wohl geirrt haben. War das der Erzmagier? Oder etwas anderes? Saubere Teller. So. Hat schon was. Aber irgendwas fehlt noch. Na, wie wär's mit einem sauberen Glas? Nein. Nicht, Unkraut. Nein, ich wollte doch gar nicht das Buch. Zurück. Unkraut in den Teller, komm. Oh, es geht halt wirklich. Ich bin mir ziemlich sicher. Das ist so etwas Ähnliches wie Rucola. Das geht halt. Die dicken Maden haben etwa die richtige Größe. Aber sie sehen nicht aus wie gebratenes Hähnchenfleisch. Sie wirken leicht durchsichtig und sind ganz schleimig. Kann man die vielleicht irgendwie ausschleimen und durchbraten vielleicht? So grob gedacht. Was haben wir denn noch so? Eine Weinflasche, ein Suchbefehl, Tisch, den Teller mit Salatblättern an der Kordel ziehen. Wir schauen zuerst nach draußen. Ich finde es seltsam, dass Graf Schreck sich ausgerechnet im Düsterwald ein Schloss gekauft hat. Die meisten alten Leute lieben die Wärme und die Sonne. Von beidem gibt es hier nicht viel und der Gute sieht auch schon ganz blass aus. Ach, das hat schon seinen Grund wahrscheinlich, Wilbur. Der Graf scheint ein Weinliebhaber zu sein. Rotwein, um genau zu sein. Kann man die Flasche denn nehmen? Für den Wein scheint Graf Schreck keinen Diener zu benötigen. Er schenkt sich selber nach. Der Graf scheint ein Wein... Okay. Die Ratsvorsitzende muss diese Suchbefehle in alle Herren Länder geschickt haben, wenn einer von ihnen es sogar bis in den Düsterwald geschafft hat. Ich muss vorsichtig sein, wenn ich nicht in Ketten zurück nach Seefels gebracht werden will. Gut, wir sind vorsichtig. Dann gehen wir zurück in die Eingangshalle und das Gemälde ändert sich bestimmt gleich wieder. Ja, ach, das ist doch der nette Herr, der uns vorgestern verabschiedet hat. Ja, Treppe nach unten. Da unten im Keller hat Igor sein Lager aufgeschlagen. Wegen ihnen ist er dort nie mit Licht hinuntergegangen. Oh, geh hinunter in den Keller. Will ich das überhaupt? Vielleicht können wir auch nach oben schauen? Der Graf hat mir verboten, dort hinaufzugehen. Und ausnahmsweise werde ich mich an das Verbot halten. Das Schloss ist baufällig und das Buch dürfte ohnehin in der Truhe sein. Okay, dann gehen wir doch mal in den Keller hinunter und schauen, was da unten so auf uns lauert. Kamera nicht so bewegen. Betrachte den Zettel. Streichhölzer, Duftkerzen, Grillsoße ohne Knoblauch. Eine Einkaufsliste. Und hier? Nach Osten bis zu den toten Käfern, dann nach Norden bis es hallt. Weiter nach Westen bis zur kaputten Wasserleitung und sofort nach Norden bis dorthin, wo das geruchlose Gas ist. Jetzt nach Osten bis zum knarzenden Brett, dann dem Gang Richtung Norden folgen. Eine Orientierungshilfe vom alten Igor? Die nehme ich mit. Hey, die Buchstaben leuchten schwach. Igor hat mitgedacht und sie mit einer magischen Tinte geschrieben. Darf ich mal kurz anmerken, dass ich mich gerade etwas unwohl fühle, auch wenn diese Top-Down-Sicht ziemlich geil ist. Okay, wie war das?
Nach Osten bis zu den toten Käfern, dann nach Norden bis es hallt. Weiter nach Westen bis zur kaputten Wasserleitung und sofort nach Norden bis dorthin, wo das geruchlose Gas ist. Jetzt nach Osten bis zum knarzenden Brett, dann dem Gang Richtung Norden. Alter, das kann ich mir niemals merken. Osten bis zu den toten Käfern. Hilfe! 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 Ich habe Angst. Ich habe tatsächlich... Wo sind hier tote Käfer? Ich sehe überhaupt nichts. Wenn ein Jumpscare kommt, ich schreie so dermaßen. Ich sitze gerade im Dunkeln, während ich hier aufnehme. Das ist so uncool gerade. Wo sind hier tote Käfer? Ich kann überhaupt nichts erkennen. Eine Sackgasse. Okay. Wo sind hier tote Käfer? Hallo? Ich bin gerade sehr still und sehr... Ich fühle mich sehr unwohl gerade. Oh nein. Oh, Licht. Oh, was war das gerade für ein Wind? Freunde, was ist das? Wo war... Hat einer von euch, jetzt mal ganz ernsthaft, hat einer von euch tote Käfer gesehen? Nach Osten bis zu den toten Käfern. Dann nach Norden bis es halt. Weiter nach Westen bis zur kaputten Wasserleitung. Und sofort nach Norden bis dorthin, wo das geruchlose Gas ist. Jetzt nach Osten bis zum knarzenden Brett. Dann dem Gang Richtung Norden folgen. Ach komm, was soll schon passieren? Kann ich nochmal kurz rausgehen, bitte? Danke. Meine Fresse. Ey, warum muss es so gruselig sein? Oh mein Gott. Können wir vorher kurz versuchen, das siebte Siegel zu öffnen? Der Graf hat die ersten beiden Siegel mit den Hinweisen aus dem Tagebuch geöffnet. Bleiben noch fünf. Laut Tagebuch öffnet dieses Siegel nur ein Hauch des Todes. Ich kenne den Tod von früher. Wir waren sogar mal Geschäftspartner. Wohl wahr. Aber dann war er lange Zeit nicht mehr so gut auf mich zu sprechen. Ja, gut, das kann einerseits daran liegen, dass die Tod- und Gnomen-Lebendbestattung GmbH nie zu einem Erfolg wurde. Könnte andererseits aber auch damit zu tun haben, dass ich ihn begraben habe und dann vergaß, ihn wieder auszubuddeln. Ja, wohl daran. Siebte Siegel. Dieses Siegel kann nur jemand öffnen, der ein würdiges Herz hat. Das haben wir. Ob ich? Ja. Meister Alistair sagt immer, ich hätte das Herz am richtigen Fleck, aber anscheinend ist das nicht gut genug für dieses Siegel. Obwohl... Van Buren war ein böser Hexenmeister. Er hätte das Siegel auch nicht öffnen können, wenn mit würdiges Herz jemand Anständiges gemeint ist. Ist wohl wahr. Er könnte genau das Gegenteil gemeint haben. Jemand, der verschlagen, gemein und böse ist. Okay, gut. Da könnte sogar echt was dran sein. Unfassbar. Okay, und die anderen Siegel, was waren die noch gleich? Dieses Siegel wird von einem unsichtbaren Schlüssel, der für jeden sichtbar ist, geöffnet. Was soll das sein? Oh, es ist so kryptisch. Ich überlege gerade. Oh, ich glaube, wir müssen da runter. Mann, diese Bilder. Es hilft ja alles nichts. Nach Osten bis zu toten Käfern. Der Wind? Was ist das für ein Geräusch? Ich kann mich aber auch hier nicht umsehen oder sowas. Okay, vielleicht sind das die toten Käfer.
Ich weiß es doch nicht. Nach Osten bis zu den toten Käfern, dann nach Norden bis weiter nach Westen bis zur kaputten Wasserleitung und sofort nach jetzt nach... Okay, komm. Bis es halt. Halt ist. Hier ist es kalt. Nein, kalt ist falsch.